Amt für Wirtschaftsförderung von Schläfrigheim? Nein, wir sind in Rom. Mahlzeit. Mahlzeit. Wo bin ich? Mahlzeit. Ja, mitten in der Kurie, der päpstlichen Verwaltung. Das ist richtig Behörde. Schon richtig lange. Und richtig fett. Kümmert sich irgendwie um alles und alle. Und hat dafür unglaublich viele Dikasterien. Zuallererst sind da die wichtigen Sekretariate. Das bedeutendste? Das Staatssekretariat. Geleitet vom mächtigsten Mann nach dem Papst. Jo. Er koordiniert die Arbeit aller päpstlichen Behörden und Auslandsvertretungen, verarztet Diplomaten, die im Vatikan akkreditiert sind, und er vertritt den Papst überall auf der Welt, wo es wichtig ist. Das nächste Sekretariat kümmert sich um alles, was mit Geld zu tun hat. Geleitet von einem Gremium aus Kardinälen und externen Finanzexperten. Schließlich das Sekretariat für die Kommunikation. Es steuert alle Medienaktivitäten des Vatikans. Zu diesen Sekretariaten kommen dann noch die ganzen Kongregationen. Jeweils geführt von einem Kardinal und zwei Sekretären machen sich die kirchlichen Verwaltungsexperten zum Beispiel Gedanken, welcher Bischof am besten zu welchem Bistum passt. Oder wo man noch mal richtig missionieren müsste. Oder wie Liturgie richtig gut geht. Wie man sich mit den orientalischen Kirchen verständigt, wird überlegt. Auch Priesterausbildung ist Thema. Und wer wohl heilig gesprochen werden müsste. Die sicher wichtigste Kongregation achtet akribisch darauf, dass katholisch auch immer schön katholisch bleibt. Nannte sich früher Inquisition. Heute Glaubenskongregation. Eigene Gerichte hat die Kurie auch. Genau drei. Und das war es noch nicht mit der päpstlichen Verwaltung. Jede Menge päpstliche Räte gehören noch zur Kurie. Päpstliche Kommissionen und Komitees, Hochschulen und Delegationen, die Vatikanbank und die Schweizer Garde und die Archive, das Vatikanische Arbeitsamt und die Druckerei, die Rundfunkstation und die Bibliothek und. Hä? Und wofür das Ganze? Um ihn zu unterstützen. Denn wer eine Weltkirche zu leiten hat, der braucht einen ganz starken Apparat.